30-Jährigen kennengelernt, die Golf sind. Alles in allem, verstehst du? Ja. Dann nie mir Golf, welche mal live so. Ich bin Mutter. Ehrliche! Sagt ihr zum Thema Sex am ersten Date? What's good, YouTube? What do you do, babe? B, yes sir, it's your boy, you, Z, ha, was ist heute in Berlin, für mich, was ist heute bei Prince und meinen Bruski da hinten zu Hause, you know, wir tun mal Boy hier auf ein Date, ihr wisst doch, letztens, als er auf meinem Channel war, habe ich den Nigga auch genommen, deswegen dachte ich, hold on, Gang, ich mach's wieder gut, weißt du, sorry, my bad, nochmal ja, wegen Prank, aber du bist low-key gefoldet, ich meine, du bist nicht gefoldet, ich meine, du hast die Situation gut weißt du, du verstehst schon, was ich sagen will. Ich fand's fire. Ich fand's fire, ja. Achso, damn. Hast du es angeschaut? Ja, ja. Damn. Ja. War ich ein schlechter Freund, weil ich das gemacht habe? Nein. Ja, guys, was ich noch sagen wollte, ich habe hier den Tracksuit von Maple Love. Ihr könnt die gerne die IG abchecken. Das ist Limited Edition. Wenn es einmal weg ist, ist es weg. Deswegen ganz schnell zugreifen. Pull dazu. Okay. Yo, will me. 10 von 10. Qualität ist auch top. Einfach Instagram-Seite abchecken. Ich habe sogar noch ein Bild damit gemacht. Wie das Ganze jetzt ablaufen wird, erkläre ich ganz kurz. Ich will ja talk kurz. Stellt euch Fragen. Lernt euch erstmal kennen. Dann könnt ihr Fragen stellen. Je nachdem. Guckt einfach, wie das Ganze ablaufen wird. Vielleicht stelle ich ein paar Fragen rein. You know what I mean. Verstehst du? Und am Ende entscheidet ihr halt, ob es mäßig was wert oder nicht. Wir machen heute nicht so viel. You know what I mean? Ach, damn, my bad. Also, willst du mit Fragen anfangen oder? Okay, erste Frage, wie alt bist du? Ich bin 21, wie alt bist 21, du? 23. Okay, das geht noch. Das okay. geht noch, das sind nur 2 Jahre. Ja, aber ich date eigentlich keine Typen, die jünger sind. Aber warum? Nee. Weil ich meine, wenn du Typen in deinem Alter datest, haben die genauso viel Cash? Das ist die Frage. Also, es ist wirklich eine Frage, so, weil manche 13-Jährigen. Ich glaube nicht, nee. Ich habe 30-Jährige kennengelernt, die Bock sind. Also. Es hat nichts mit Bock zu tun, deswegen Mentalität. Ja. Yeah. Und deswegen so, du kriegst alles in einem, verstehst du? Ja. Yeah. Oh, shit. Bro, to my bandos in there, yeah, bro. This is not my money. For the federal, whatever. This is not my money. That's his money. That's not my money. Aber außerdem, denk, wo kommst du her? Auch aus Berlin? Nein, ich komme eigentlich aus Bayern. Aus Bayern? Aus der Region von Jussi eigentlich. Ja, es ist so eine kleine Stadt, ja, es ist Hamburg. Hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, oder wie? Dort zu wohnen? Yeah. Nein, es war so langweilig, wirklich. Mhm. Ja, ich bin dann mit 18 sofort nach Berlin gezogen. Oh, was hat dich motiviert? Make-up? Ja. Machst du Make-up? Ja, ich bin Make-up-Artist. Damn. Für die Leute, die sagen, wir reden viel zu viel Englisch, werden das diesmal dezent auf Deutsch halten, damit... auch jeder, der einen Sekundärabschluss 1 hat, das auch versteht. Auf jeden Fall, back to the questions. I like the outfit. Was hat dich dazu inspiriert, das anzuhaben? Also, eigentlich habe ich die Hose angezogen, weil ich die fresh finde. Wegen the shoes, though. Let's put some focus on the shoes. Yeah. Put some focus on the shoes. You see these? Hi, hey, Uptempos. Ja, ich habe so ein bisschen so zwiebelmäßig, sag ich jetzt mal. Zwiebelmäßig. So richtig viele Layers. Das ist echt nice. Was für ein Core ist das? Was für ein Core ist das, was du anhast? Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe so ein bisschen in die düstere Richtung. Okay. I mean, I need me a Goldfish in my life, so like. Yeah, Goldfish, touch. You know what I'm saying? You ruin my life, please. Please ruin my life. That's all I'm asking for. Aber ey, so, ich habe jetzt genug Fragen gestellt, würde ich mal sagen. Auf geht's, so, was interessiert dich so? Was arbeitest du? Ich studiere Medizin. Ehrlich jetzt? Crazy. Ja, ich studiere Medizin. Zweites Semester jetzt. Hab davon München studiert. Ein Semester, dann ging es mir da gar nicht gut. Dann bin ich hierher gekommen. Und ja, bald beginnt's. Mega. Also ich hätte auch Medizin studiert. Wenn ich Abi hätte. I mean, you got wifey material, so you gonna need you. Ja, ich habe dafür einen bayerischen Schulabschluss. Ja, das ist. I don't know about that. Was machst du eigentlich? Ja, außer Make-up halt. Ich mach Make-up, ja, aber momentan bin ich zu Hause. Ehrlich jetzt, also am Chillen einfach. Ja, passt doch. Ich weiß nicht, soll ich's droppen? Ja. Ich bin Mutter. Ehrlich jetzt! Yo, we got du bist ein Milch. Yes. Damn. Mein Kind wird jetzt 1 Jahr alt. 1 Jahr alt? Well, call me stepdaddy, because like, shit, daddy is not gonna work. Damn, you got a kid? Aber ist er schön zumindest?
Ja, ich lieb's. Mutterzeit ist das schönste Freund. Aber ich meine jetzt nicht Mutterzeit, sondern ist dein Sohn schön? Oder ja, ist halt oh mein Gott, er ist mies pretty. Ich finde schon hier, okay, yeah, let's see that. Oh, that nigga is still a baby. Project Mbappe, though. Project Mbappe. Project Mbappe. 100%. 100%. Yo, who? Which nigga did you smash so that your baby is light-skinned, bruh? Oha. That's crazy. Nah, das ist gut, though, weil da werden Leute denken, das ist mein Sohn und so. Verstehst du? Deswegen passt eigentlich. Ja, ich will auch noch eine Weile zu Hause bleiben. Also ich fange wahrscheinlich im Herbst, fange ich Homeoffice-Job okay, an. Okay. Dass ich trotzdem zu Hause sein kann, yeah. Weil ich will ihn nicht in den Kindergarten stecken, er ist erst ein Jahr alt, weißt du? Ich tue ja mein Kind so in fremde Hände stecken, yeah. Weißt du, das kann ich nicht. Also W-Moms, of course. Ey, wenn ihr deswegen das Video nicht liken, dann seid ihr Bitch-Niggas, bei Gott sogar. Like mal das Video genau aus diesem Grund. Eure Mütter sind genauso Ehrenmänner oder Ehrenfrauen, genauso wie sie eine Ehrenfrau ihrem Kind ihm gegenüber ist. Versteht ihr? Ganz einfach. Nach was suchst du ja so? Nach was Lockerem, Beziehung, Marriage, was suchst du? Also dadurch, dass ich ja vor allem durch die Schwangerschaft habe ich sehr viel Reife dazu bekommen. Mhm. Man wird dadurch ein ganz anderer Mensch, eine ganz andere Frau. Okay. Ich suche eher was Ernstes auf jeden Fall. Hi, okay, see. Ja. Apply me for the room, Mr. Stepdaddy. Ich muss ihn fragen, ob es in Ordnung ist. Ich habe sogar hier irgendwo im Haus Baby, obwohl wir jetzt ein Jahr, ne? Ich weiß nicht, ob das ihm noch passt, aber ich habe noch so einen Babyhut. Ein Abtermin habe ich hier auch noch, weil ich habe immer aus Versehen was gekauft, weil ich dachte, man hat Geburtstag. Ich hab's wirklich hier. Welche Milf hast du gedatet, dass du Abtermin hast? I wanna talk about it, to be honest. Ja. So, was willst du bei mich wissen? So, was wäre das Erste, was du mich fragen würdest, wenn du so eine Frage offen hättest? Ich glaube, die habe ich schon gestellt, weil das mit dem Studium hat mich echt geflasht. Mhm, okay. Ja. Hast du keine Frage an mich? I'm trying to be my wifey, that's all I gotta ask, to be honest. Shit. Is that a yes or a no? Hey, you see, shit, we cuffed. Ring kommt noch, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gefragt habt, aber was ist eigentlich euer Type? Also, eigentlich habe ich keinen Type. Ja. Yeah. Also, ich fokussiere mich nicht auf ein bestimmtes Land oder sowas. Okay. Aber, der Vibe muss erstens passen und ich schaue tatsächlich eher auf das Innere, ob das zu mir passt. Okay. Aber ich schaue wirklich auf Charakter. Ich habe mir dadurch wirklich vorgenommen, okay. Dass ich einfach diesmal nicht nur auf Charakter achte, sondern dieses Full Package. Weißt du, was ich meine? Einfach, ich bin jetzt wählerisch geworden. Okay. Weil ich habe gemerkt, ein Ugly Boy kann mir trotzdem das Herz brechen. Und dann habe ich am Ende gar nichts. Erstens, was ist dein Type? Und dann sagst du... Also ich sag dir ehrlich, mein Type damals, wo ich so 16, 17, 18 war, dachte ich mir so, Kylie Jenner, groß, schlanke Taille. Aber jetzt mittlerweile, ich denke mir so, diese Mädchen, du lernst sie kennen und sie haben keine Persönlichkeit. Und jetzt, ich sag dir ehrlich, ich habe keinen Type, sie muss einfach schön sein. Ihre Ausstrahlung ist wichtig, Drip ist wichtig, was sie so, wie sie ihr Leben verkörpert, ist sehr wichtig. Okay, bewertet es von der Skala von 10. Ja, also 8.5, real toll, real poor, hell yeah. Das ist zu wenig. Zu wenig? Ja, ich habe die höher gegeben. I see, less, I'm gonna give you a 9.6 then, yeah? Wir spielen das Spiel 10 Questions, einfach nur 10 Fragen, aber spicy Questions, okay? Mhm. Wenn ihr keine Fragen habt, ich glaube, ich habe da in meinen Notizen ein paar spicy Questions. Mach mal. Soll ich Notizen machen? Ja, mach mal. Okay. Okay, ja, erste Frage wäre, seid ihr dominant im Bett? Yeah. Nein. Ich würde schon sagen, ja. Ich nicht. Also ich sag dir ehrlich, es kommt drauf an, wie das Mädchen ist. Ich sag dir ehrlich, weil so manche echt, also oh, manche, kannst du so blieben oder so ein Shit? Ja, safe, ne? Schlimm? Nein. Also ich sagte so, es gibt manche Jungs, die den juckt es nicht so, was ihr gefällt, verstehst du, und die brettern halt drauf. So, wenn sie mehr hinter diese Love Stuff ist, so diese, dann halt so. Wenn sie muss, you just have to tell me, Kommunikation ist echt der wichtigste Punkt bei sowas, finde ich. Und ja, Mann, das würde ich dazu antworten. Ich mag, wenn man mich führt. Ja, ich bin eher das Gegenteil von dominant. Okay. Perfect match, oder? Ne? Sag zu dem Thema Sex am ersten Date. Depends on the vibe, bro. I can't lie. Also es ist nicht geplant und es führt einfach dazu, dann 100% ja, würde ich schon sagen, ja, so und nimm dir, ja. Würde ich auch sagen. Eben. Also ich versuche immer, weil man will nicht diesen Stempel haben, dass dann so... Stempel? Welcher Stempel? Ja, man wird sehr schnell geslutshamed, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich versuche das dann schon so, da dem, auch wenn ich Lust habe, dem aus dem Weg zu gehen, weißt du?
Sonst die Bodycounts sammeln sich. Du musst niemandem den Bodycount sagen, das ist halt das Ding. Nee, das mach ich auch nicht. Aber es sammelt sich so schneller, weißt du, was ich meine? Für den Typ ist sonst so, okay, abgehakt, fertig, ich melde mich nicht mehr bei ihr. Und dann denkst du so, wow, du hast meinen Körper verschwendet. Weißt du, was ich meine? So ist es. Yeah, but still, I'm not one of these niggas who's gonna douche like that, so. Wie oft denkt ihr an Sex nach an einem Tag? Es kommt doch an, wenn ich wirklich am Worken bin, also am Hustlen bin, dann gar nicht. Okay. Weil wenn ich zu Hause bin, auf der Couch chille, ich sehe irgendein Video von, oh no, nimm mal jetzt, weil jeder Nigga kennt Ice Spice oder so, irgendein Musikvideo, ich so, damn. I could really need a girl right now. Ich würde jetzt echt ein Mädchen gebrauchen, aber ich denke mir dann so, weißt du was, der Zeitpunkt kommt noch und dann chill ich einfach und dann... Also, ich hatte momentan die letzten Monate eine sehr schlimme Phase, wo es sehr schlimm war. Also, da war wirklich so 24-7, muss ich ehrlich sagen. Es war richtig schlimm. Aber momentan ist so, ich bin ein bisschen angeekelt. Von? Typen. Damn. Angeekelt von Typen, aber warum? Weil ich immer die falschen hatte. Wow, now you got the right nigga. Hopefully. Gut ist dein Story. Da gibt's nicht viel, wo man reden muss. So, meine Taten zeigen meine Resultate. Verstehst du, was ich meine? Wie gut ist dein Endgame? Ich halte mich bedeckt. Was ist schon wie bei der? Ich sag gar nichts. Guck mal, wie schüchtern ich bin. Ich bin immer so. Würdet ihr. Je nachdem, wie das Ganze heute noch verläuft, würdet ihr was miteinander starten? Ja, I'm gonna let her answer that first. Ich weiß nicht. Shit. Nein, ich will mich bedeckt halten, keine Ahnung. Ey, ganz einfach, ja oder nein? Ist eine Ja oder Nein-Frage. Also heute, es geht nur um heute. Ja, heute. Ich glaube eher nicht. Right. I'm gonna say. Aber es hat ja nichts mit ihm zu tun. Weiß ich nicht. Ja, er ist einfach ganz normal ohne Internet oder so. Yeah. Nein. Und du auch? Nein? Yeah, I mean, if she says no, it's a no. Wenn die eine Frau sagt nein, dann ist das ein Nein, Bro. Ja. Da gibt's keine ey, bitte, Baby, no! Ja. Ja. Warte, guck mal. Der hat hier einfach so eine kranke Terrasse. Bro, hold on. Let me bring the mic with me. You see this? This is. Ich sag euch, es ist Kameraden, ja, ne? Guck mal, Leute, wenn ihr morgens aufsteht, seid depressed, bitte schaut einfach aus dem Fenster, bitte. Und wenn ihr springen wollt, ihr könnt auch springen, aber hey, yo, genießt einfach den Aussicht. Yo, will ich hier? Bro, zeig mal her, hast du hier schon mal ein Girl fertig gemacht? Also, das musst du ihn fragen, weil er ist Mr. Radikal, also. Hast du schon mal hier ein Girl fertig gemacht? Damn, Paul. Yeah, warte. He's guilty. Guilty in 5 cases, bro. Was sagt ihr bis jetzt? Wie läuft das Date? Oder was für Punkte würdet ihr das ganze Gespräch jetzt geben? Wie viele Punkte? Ja, und wie das einfach war. Was sagst du? Dinger, was ist 2x2? 4. Was ist 2x4? Digga, was willst du von mir, Digga? Was ist 2x4? Was willst du von mir? Was ist 2x4? 8. Was plus 2? 10? Ja, das war das Gespräch. Ich dachte wieder, du wolltest irgendwie so Faxen machen wie damals, weil der allein so, Bruder, was willst du denn? Er weiß, wie man macht. No, was sagst du? Wie war das Gespräch? Ich würde auch 10 geben, weil ich fühle ihn auf jeden Fall. Ja, das wird Double. Mal sehen, was der 10. Abend noch bringt heute. Exactly. Mal sehen, was der Abend noch bringt. Okay. Wir genießen Berlin, wir genießen die schöne Stadt. Okay, siehst du, Prince, habe ich das wieder gut gemacht mit dem, was ich letztens gemacht habe? Bro, ich sag dir ehrlich, ich war nicht böse, ich war immer so, damn, bro, why you saw me up? But still, you went up. Wäre das Video gefloppt und nix hat mich geflammt, I don't care. But this nigga right here, if we don't get him to fucking 30k subs, and I don't know what, 30k Abonnenten jetzt sofort, sonst cutters, bro, sonst cutters. Yes, sir, wir brauchen noch immer die 30k, man. Yeah, wir sind gerade noch bei 28.000. So fucking love, bro. Und ja, so 100 subs, aber wir brauchen noch 2.900 Subs, dann haben wir, wir brauchen 1.900 Subs, dann haben wir die 30k, sehr, sehr wichtig, dass wir das auf jeden Fall diesen Monat noch schaffen.
Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. W, lasst ein Like da und einen Kommentar aus. Ebenfalls wichtig und share das Video. Das ist